Frauen, die für Frauen etwas Besonderes leisten. Im Rathaus wird heuer der Wiener Frauenpreis zum 12. Mal verliehen. Dotiert ist er mit 3.000 Euro und der Bronzestatue, die Preisträgerin. Heute werden zwei Frauen in zwei Kategorien ausgezeichnet, um ihr Wirken zu zeigen, um sie auf der einen Seite vor den Vorhang zu holen, aber auf der anderen Seite auch in dieser Kategorie zu zeigen, welchen Beitrag sie leisten, damit Gleichstellung in dieser Stadt auch tatsächlich erreicht wird. In der Kategorie Architektur wird Elsa Prochaska ausgezeichnet. Familiengerechter Wohnbau oder Arbeiten zur Frauenwerkstatt sind nur einige Beispiele für ihr Schaffen. Veranstaltungen wie diese begrüßt die Universitätsprofessorin. Ich finde, dass derartige Preise leider noch nicht ausgestorben sind. Wenn das soweit ist, das ist noch ein breiter Weg. Und solange es Gründe und berechtigte Gründe gibt, immer wieder darüber zu reden, kann man das nur unterstützen und ist jeder solcher Anlass herzlich willkommen und ist eine große Ehre, Teil von dieser Community zu sein. Die zweite Preisträgerin heißt Eva Jancic. Bekannt ist die Musikproduzentin und Komponistin, vor allem unter dem Künstlernamen Gustav. Rollenklischees aufzubrechen, ist ihr ein besonderes Anliegen. Gerade in der Popmusik ist es so üblich, dass es female-fronted Bands zum Beispiel gibt, also Frauen, die Sängerinnen. Dieses Rollenbild ist quasi sehr etabliert. Sobald eine Musikerin aber plötzlich Bass spielt, Schlagzeug spielt, führt das zu Irritationen. Und deshalb ist es mir wichtig, wenn ich Projekte mache, dass ich unbedingt eine 50-50-Quote auch habe und wo ich einfach dieses Bild eben auch bisschen erweitern will. Eine Auszeichnung für zwei Frauen, die ihren eigenen Weg gehen und Mut machen, Rollenbilder zu durchbrechen.